Hi Leute, heute zeige ich euch, wie ihr IMSCP runterladen könnt, installieren könnt, schön auf dem Debian. Ob das auf Ubuntu genauso läuft, das müsst ihr selber mal gucken. Zuerst bringen wir den Root-Server auf den neuesten Stand natürlich mit apt-get install, nicht install, update natürlich. Ist das getan? Macht ihr upgrade. Ich kurz mal machen. Ich erkläre kurz, was IMSCP ist. IMSCP ist ein Programm, womit ihr FTP-Konten erstellen könnt, Domain verwalten, MySQL-Datenbank erstellen, für eure Kollegen ein Webspace zur Verfügung stellt, mit Einstellungen, wie viel Gigabyte er haben darf oder MB, E-Mail-Konten, hatte ich das schon gesagt. Einfach alles, was man für einen Router eigentlich benötigt, wo ihr eine Homepage draufklatschen wollt. Ich glaube, es ist gerade viel zu spät. Egal, wir probieren es dennoch. Ich kann ja kurz mal einen kleinen Einblick zeigen, während der das da gerade macht. Ich hoffe nur die falsche IP nicht. So, Admin, das ist das IMSCP. Ihr bekommt das dann auch, sobald es fertig ist, bei euch drauf. Machen wir uns ein. Natürlich, das ist eine andere IP wie diese hier. Wir wollen es erst installieren und das ist eins, was fertig ist. Ihr könnt Benutzer anlegen, Domains verwalten. Jetzt können wir das mal kurz gucken. Ich hätte vorhin mal Google erstellt, einfach mal just for fun. Ihr könnt auch Fake-Domains nehmen, die aber dann nur auf euren Server funktionieren. Wechseln. Das hatte ich mal vorhin im ersten Tutorial gemacht, was leider in die Hose ging. FTPs hatte ich gerade erwähnt. Könnt ihr FTP-Accounts erstellen, Datenbanken, E-Mail-Konten, Statistiken einlesen und Webtools. Eine ganze Menge eigentlich. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Settings hochladen, bearbeiten. Ich bin jetzt, glaube ich, hier bearbeiten, Einstellungen, und hier kann man alle möglichen Einstellungen einstellen, die man möchte für eure Funktion. SL, Shell, hier unten PHP Info, Exec, das was ihr halt für eure Homepages benötigt. E-Mail, dann hat das auch noch eine schöne Bootforce-Erkennung. Wenn ihr die einschalten wollt, dass wenn mehr jemand versucht, euer Root-Server zu hacken, kann er es meist hier unterbinden. So, wir sind hier schon dabei. LS. Wir laden uns das bei Google runter. Hier auf Google. Also, bei Google runter. Geben da i-msdp ein, gehen darauf, gehen hier drauf, laden uns das runter. Gut, ihr habt das auf euch auf euren Server hochgeladen. Ich habe hier schon mal als kleinen Anfang hier einen Ordner angelegt, der heißt Space, einfach im Home-Verzeichnis Space, weil ich heute mal ein bisschen spacey bin. Und habe diese entpackt. Ihr könnt, das ist jetzt hier eine ZIP-Datei. Wenn ihr nicht wisst, wie man eine ZIP-Datei auf einem Root-Server entpackt, gebt ihr einfach mal apt und das get install unzip ein. Und dann installiert ihr natürlich das unzip-Programm. Und wenn ihr das dann entpackt haben möchtet, unzip. Und natürlich dann das Archiv. So. Und dann entpackt er das natürlich gleich. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir haben das hier schon entpackt. Falls ihr aber bei irgendeinem Schritt da nicht weitergekommen seid, dann fragt vorher nach, weil ich habe das jetzt hier wirklich immer hintereinander weg, jetzt mehrfach gemacht. Und soweit so gut, eigentlich sollte es jeder wissen. Wir wollen jetzt das IMSCP Auto Install ausführen. Machen wir mit Punkt Slash. Dann IMSCP Auto Install und drücken Enter. So. Ich hoffe, da macht das keinen Fehler.
natürlich, okay. Er fragt, ob Debian 6.09 das richtige auf eurem Server ist, natürlich. Dann wählen wir die Install aus. Das geht jetzt hier schnell. Achso, der hat hier ein, zwei Schritte jetzt übersprungen. Da auf meinem Root-Server schon MySQL installiert ist, wollte er jetzt ein MySQL-Passwort haben von euch. Da gibt ihr einfach das Passwort, was ihr haben möchtet, gibt ihr dann ein, dann will er das nochmal bestätigt haben. Und das zweite. Das war's eigentlich dann schon. Und gut. Hier bin ich von etwas gescheitert, weil mein Root-Server mehrere Hostnames hat. Oder Host-Server, sagen wir mal so. Dann mache ich kurz mal einen Cut und trage das Richtige mal ein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal eingetragen. Und jetzt geht es weiter. Das ist der Hostname. Den müsst ihr suchen. In meist steht das immer dann, wenn ihr Debian euch einloggt, dann steht dann meist der Kundenname. Oder nicht Kundenname, Hostname. Ansonsten findet ihr das auch im etc. So rum. Dann unter Hostname und hier ist nämlich der falsche Hostname eingetragen. Seht ihr das? Da oben ist mein Hostname und da hat noch ein Stück gefehlt. Aber bei euch sollte eventuell der Fehler nicht auftreten. Aber er fügt das auch automatisch ein. Probiert es aus, wenn das annimmt, ist okay. Und bei mir soll das jetzt auch annehmen. So, jetzt will er vor diesem Domain will er jetzt noch so ein Admin klatschen. Das möchte ich aber nicht. Ich will das jetzt so haben. Es ist euch beliebt, wie ihr es machen wollt. Ich will das so haben. So, hallo, so Server, ja, Local Name Server, ja. Dann fragt er nach welcher IP. Habt ihr noch eine andere IP, die ihr eintragen wollt, womit also IMSCP zu erreichen ist? Nein, ja. Drückt OK. SQL Server, natürlich. Auf dem Lokalhost. SQL Server mit welchem Privileg? Root. Und jetzt will er ein Passwort dafür haben. Ich gebe das jetzt ein. Also, please enter password for the SQL, for the root SQL user. Ich glaube, da will jetzt das Root-Passwort, oder? Ich weiß nicht. Probiert's aus. Kleiner Tipp. Benutzt nicht das Nummernblock rechts. Ansonsten passieren Fehler. Ah, siehst du? Thema Fehler. Please enter database name for IMSCP. Das ist jetzt die Database Name für MySQL Server. Ihr könnt das so lassen. So, dann hat MySQL Suffix. Wenn er jetzt ein Suffix erstellt, Suffix oder Präfix, jetzt mal, ob er vor der Datenbank hier oder vor der jeder Datei noch so eine 1 Unterstrich ranklatscht oder dahinter. 1 unterstrich 1 unterstrich 2 1 unterstrich 3 und etc. Und das könnt ihr jetzt hier auswählen. Wir machen das jetzt hier nein. So, please the enter name, also womit ihr euch einloggen wollt ins IMSCP hier. Also ich lasse es jetzt hier bei admin. Könnt ihr natürlich auch nein anders eintragen. Hier ist das Passwort natürlich. Ich mache mal ein anderes Passwort. So, jetzt nochmal wiederholen. E-Mail-Adresse. Ihr gebt da jetzt natürlich die richtige Adresse an. Ich gebe da jetzt mal irgendeine. Könnt ihr auch machen. So. Please enter the time zone. Ja, wenn ihr jetzt aus in Griechenland oder auch jetzt nicht wohnen solltet, dann was anderes. Europe Berlin bleibt. Do you want to activate SSL? SSL wird nicht so dringend benötigt. Könnt ihr ausschalten. Ihr wollt ja natürlich, dass IMSCP öfters Backups macht. Also ja. So, Backup Features. Ja. Jetzt ist die Frage, ob er Full Domains, Domains Only, SQL, ob er das alles backuppen soll. Dann machen wir es aber yes. So verstehe ich das jetzt. Select the Bind Mode, lässt auf Master. DNS Server braucht ihr nicht.
einfach den Installationsverlauf folgen. Einfach meist nur Enter drücken. So, please enter a username for the restricted profit SQL user. Er installiert auch das FTP-Programm. Das macht er hier so schön. Und auto-generiert. Jetzt kommt die Sache. Dass er eh nur ein V-Server ist, kann ich euch auch jetzt die Passwörter jetzt hier gleich anzeigen lassen. Das ist mir relativ wurscht. Jetzt ist der generiert jetzt immer ein längeres Passwort und wir wollen einfach nur Enter drücken. Dann sagt er, dann generiert er das. Seht ihr? Für den SQL-User Profit PD. Und ihr könnt jetzt auch ein eigenes angeben, das ist aber Schwachsinn. Das werdet ihr nicht benutzen. Oder selten benutzen. Einfach auto-generaten. So, die PHP-INI-Level per User lässt ihr das. Wer sich hier besser auskennt und der sagt, er braucht die Domain oder per Seite. Ich mache das per User. Machen wir so. Und dem User lassen wir auch. Und dann will er automatisch wieder eins generieren. Kann er gerne machen. So. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich das immer installiere. Oh, Anti-Rootkits, ja gut. Kann beides rein. Der Explorer. PMA. Da will ich jetzt auch eins erstellen. Super. Okay. Ich gebe zu, von der Hälfte, was da jetzt angeboten wird, habe ich auch wirklich keine Ahnung selber. Und Dynamic. Aber ich weiß, wie ich das zum Laufen kriege. Und das ist ja das Wichtigste. Ich hoffe, und ich vertraue jetzt mal den Machern von IOMSCP, dass sie uns hier nicht irgendeinen Scheiß andrehen. So, der baut das jetzt alles. Ich bin auch kein Oberpro von Linux oder sowas. Ich sehe es, ich probiere es aus, ich zerstöre es ab und zu mal, das passiert mir auch. Und das macht einfach Spaß. Ja, muss ich erst mal sagen. Und wenn es nicht funktioniert, probier es weiterhin. So lange, bis es funktioniert. Oder auch nicht funktioniert. So. Ich glaube, das kann etwas länger dauern. Jo. Ich mache in der Zeit mal wieder einen Cut, also eine Unterbrechung. Also ich sage dazu mal, ich danke schon mal allen Usern, die mich dabei unterstützen und die jedes Mal, achso, wenn ihr Probleme habt, kommt einfach auf den Teamspeak. Ich versuche euch dann gerne zu helfen. Wir haben ein paar noch andere Leute, die gerne euch helfen oder euch unterstützen. Ich versuche auch darunter einzuweisen. Aber ich bedanke mich schon mal für die Leute, die das gucken, die mich weiterempfehlen, die mich abonnieren oder kommentieren oder liken. Nee, liken ist Facebook. Ja. Kommt einfach vorbei, freut euch. Ich bin ein lustiger Typ. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Tastatur jetzt in dem Video hier gut aufgefallen ist. Die ist schön laut. Da hatte schon einer eine Idee, mir meine Tastatur zu schenken. Damit ich leisere Tutorials machen kann. Ja. Gut. Ich denke mal, hoffe ich, ist es gleich fertig. Ja. Oh, es ist fertig. Hätte ich doch keine Unterbrechung machen müssen. Oder habe ich eh nicht gemacht. So, die Seite ist jetzt aufrufbar. Entweder. Voilà. Ich mache jetzt hier nicht wieder das Falsche drauf. So. Jetzt einfach per IP oben. So. Punkt 9.1.1.1.7. Sollte eigentlich. Nein, dachte ich mir schon. Gut. Bei euch wird das per IP aufgerufen werden. Da das jetzt ein V-Server ist mit Subdomains etc. bla bla Keks, muss ich das jetzt leider über diesen Blöden hier aufrufen. Da freue ich mich ja super. blue.kunden.controller.de geht das wenigstens. Ihr könnt, wie gesagt, das mit der IP machen. Wenn ihr auch so einen scheiß V-Server habt, sag ich mal ganz doof, wo ihr so Probleme habt, jetzt ruft er das auf. Na, was sag ich? Hey,
Rechtschreibfehler. 81.89. Ne, 89. 101. 17. In Blue. Kunden. Controller.de. Ich muss hier erstmal bestätigen und Enter. Gesagt, dass ich hasse. Ja. Jedenfalls, ich kriege das hier nicht angerufen, ich weiß auch nicht warum. Blue. Mutti, schenkt mir ein Gehirn. Auch nicht. IP willst du das ja auch nicht haben. Wie gesagt, es geht bei euch definitiv. Es sei denn, der probiert auch bei dem gleichen Anbieter den Scheiß. Hier auf meinen richtigen Router funktioniert das per IP, das was ich auch eingetragen hatte. Und da seht ihr, das funktioniert einwandfrei. Ihr loggt euch dann hier per Admin ein. Dann euer gewünschtes Passwort, was ihr da eingetragen habt. Das ist jetzt das hier. Nein, falsches Passwort. Steht. Schmeißt euch den Browser weg. Und geht hier oben auf allgemein. Achso, ihr startet eben allgemein, dann auf Benutzer. Ihr seid ja als Admin eingeloggt. Bevor ihr Kunden erstellen könnt, müsst ihr einen Reseller erstellen. Ein Reseller, also ich habe das mal Sponsoren genannt. Und der Reseller kann erst Kunden anlegen. Gut. Das war, glaube ich, jetzt ein ganz kurzes Tutorial. Weil da ein, zwei Sachen übersprungen. Wenn es jetzt wirklich nicht klar war, wie es jetzt ging, dann schreibt mir bitte und ich versuche das einfach nochmal von vorne zu machen. Oder kommt auf den TS, dann erkläre ich das nochmal ausführlich. Besucht uns auf www.nussknacker-server.de. Da hat ein Kumpel das jetzt auch nochmal nochmal ausführlich gemacht. Server Tutorials oder nochmal das Linux fortgeschritten. Das ist nicht unbedingt fortgeschritten, aber das, was er jetzt hier gebaut hat, ist etwas für Fortgeschrittene zu lesen. Da war das jetzt auch hier mit dem MySQL, Install, Apache, Server. Und das hat er hier übersprungen. Heimeserver hier. Und dieses Tutorial, diesen Schritt hatten wir vorhin übersprungen. MySQL gibt ihr an, gibt ihr das Passwort an, was ihr haben möchtet, und dann bestätigt ihr es nochmal. Und wenn wir rausnehmen, da waren wir dann ja vorhin. Gut, das war eigentlich nur die Sache, was wir übersprungen hatten. Falls ihr das hier habt, ist so etwas älter. Gut. Achso, das hatten wir glaube ich auch übersprungen. Mit Apache, PHP, FPM. Und ihr geht natürlich auf Insta und nicht bauen. Also das, was vorgegeben ist, einfach, wo Sternchen da ist. Einfach Enter drücken. Gut, das war's. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich hoffe, ihr zerstört nichts. Bye bye.